Ja, auf Initiative des Bankberaters. Der rief mich an und erzählte mir davon. Ich hatte ja von dem ganzen Projekt keine Ahnung zuvor. Der Berater der Deutschen Bank habe ihm das Projekt schmackhaft gemacht, sagt Blaschke. Der Prospekt der Fondsgesellschaft versprach eine zweistellige Rendite. Im Grundfall wird ein Nachsteuerergebnis von 10% im Jahr unterstellt. Es kann sich auf mehr als 16% erhöhen. Im Grunde genommen wäre noch mehr drin. Und das hat man mir später auch noch schriftlich bestätigt. Bitte, nehmen Sie Platz. Die Berater der Deutschen Bank haben nicht nur Günter Blaschke, sondern auch zahlreichen anderen Anlegern dieses Riesenradgeschäft verkauft. Einen sogenannten geschlossenen Fonds. Ich wusste nicht, was hier für ein Risiko dahinter steckt. Und man hat mir immer gesagt, das Risiko ist ganz gering, kaum vorhanden. Das bezweifeln Experten, denn bei einem Totalausfall kann das gesamte Kapital weg sein. Deshalb sei es keine sichere Altersvorsorge. Dem Rentner Günter Blaschke wurde der Riesenradfonds trotzdem verkauft. Er fühlt sich falsch beraten, erklärt er. Das ist der einzige Zweck der Anlage gewesen. Ich wollte meine Altersversicherung aufbessern, denn die Rente, die ich bekomme, ist lächerlich gering. Nicht wahr? Das sei eine klare Falschberatung der Deutschen Bank, meinen Experten wie Anwältin Katja Forer. Sie kämpft für die Anleger. Forer kritisiert, dass die Deutsche Bank Rentnern wie Günter Blaschke eine solche Anlage fürs Alter angedreht habe. Ein geschlossener Fonds, so wie diese Global View Beteiligung, ist immer eine hochspekulative Kapitalanlage. Das heißt, eine wirklich riskante Anlage, die mit Sicherheit nichts zu tun hat. Gerade darin liegt schon die grobe Falschberatung der Deutschen Bank. Wolfgang Kleinen hat noch mehr Geld verloren. Bei der Deutschen Bank haben er und seine Frau 60.000 Euro in den Fonds gesteckt. Auch sie bräuchten das Geld dringend für den Ruhestand. Wolfgang Kleinen war viele Jahre selbstständig, jetzt ist er arbeitslos. Das Geld könnte er umso nötiger gebrauchen. Durch den Umstand meiner Selbstständigkeit habe ich eben keine gesetzliche Rentenversicherung oder habe keine Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung gemacht. Und daher sind die Ersparnisse halt dazu da, der Altersvorsorge zu dienen. Ja, und jetzt ist das Geld in dunkle Kanäle verschwunden. Wo ist das Geld hin? Die Anwältin Forer geht davon aus, dass ein nicht unerheblicher Teil bei der Deutschen Bank gelandet ist. Die Deutsche Bank hat 12% Vertriebsprovision kassiert. Und wenn da ein Anleger gewusst hätte, wie hoch das Interesse der Bank an dem Verkauf ist, dann hätte wahrscheinlich fast keiner mehr gezeichnet. Von der Deutschen Bank und anderen wurden insgesamt über 200 Millionen Euro, auch von vielen Kleinanlegern, eingesammelt. Aber gebaut wurde kein einziges Riesenrad. Seitdem haben Wolfgang Kleinen und seine Frau ihr Vertrauen in die Deutsche Bank komplett verloren, schildert er uns. Wir sind nicht zu einem dubiosen Anlageberater um die Ecke gegangen, sondern sind zu einem renommierten deutschen Kreditinstitut gegangen. Und was die Risiken an sich betrifft, hat man uns gesagt, die seien nur theoretischer Natur. In der Tat stehe ja die Deutsche Bank als renommiertes, solides Bankhaus dahinter und da könne überhaupt nichts passieren. Inzwischen bietet der Fondsanbieter seinen Kunden an, 60% des Geldes zurückzuzahlen. Die Deutsche Bank ist sich keiner Schuld bewusst. Sie schreibt uns kurz und knapp: Die mit dem Investment verbundenen Chancen- und Risikoaspekte wurden ausführlich beleuchtet. Dennoch kritisieren Finanzexperten, dass es bei diesem Investment um mehr als normale Risiken ging. Schlampig muss es abgelaufen sein. Eine andere Alternative wäre, dass es sich um einen Betrug handelt. Aber normalerweise ist es nicht nachzuvollziehen, dass so viel Geld, was in verschiedene Riesenräder fließen soll, weg ist. Also man hätte wenigstens annehmen können, dass dann zumindest ein Teil der Räder gebaut worden wäre. Aber faktisch ist ja nichts passiert. Und das ist ein Skandal. Während die Deutsche Bank wieder Milliardengewinne macht, haben Kleinanleger wie Günter Blaschke und Wolfgang Kleinen viel Geld verloren. Doch sie wollen ihr ganzes Geld zurück. Sie rechnen mit guten Chancen vor Gericht.